Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Warum es keine gute Idee ist, das Frühstück auszulassen. Der wichtigste Grund, das Frühstück nicht auszulassen, ist, dass diese erste Mahlzeit des Tages dir helfen wird, dein Gewicht zu reduzieren. Auch wenn wir denken, dass es hilft, wenn wir weniger essen, ist es völlig kontraproduktiv, gerade das Frühstück auszulassen, denn ein leerer Magen kann Sodbrennen verursachen und wir fühlen uns dadurch schlecht und aufgebläht und das Heißhungerrisiko steigt. Da ist es doch besser, etwas Leckeres zum Frühstück zu sich zu nehmen. Ein weiterer erstaunlicher Grund für diese Mahlzeit ist, dass sich dein Metabolismus bzw. die Stoffwechselrate erhöht und somit wird dieses Essen super schnell verbrannt. Ausgelassene Mahlzeiten machen uns mürrisch und verringern die Konzentration. Sie übersäuern den Körper und verursachen Kopfschmerzen. Kein gutes Gefühl, um aktiv und konzentriert bei der Arbeit zu sein. Um dieses Unwohlsein während des Tages zu vermindern, solltest du lernen, dein Frühstück regelmäßig zu dir zu nehmen und es auch zu genießen. Aber das Frühstück hilft dir nicht nur dabei, dein Gewicht zu reduzieren. Es ist auch ein wichtiger Faktor, um Krankheiten wie zum Beispiel Herzbeschwerden oder Diabetes entgegenzuwirken. Studien haben belegt, dass das Auslassen dieser Mahlzeit zu Bluthochdruck, Insulinresistenz und auch erhöhten Blutzuckerspiegel führen kann. Also gefährdest du auch deine Gesundheit, wenn du diese Mahlzeit auslässt. Keine gute Idee. Da die meisten von uns einen stressigen Alltag haben, sind wir leider nicht immer in der Lage, uns um eine ausgewogene Ernährung zu kümmern. Wenn wir uns aber die Zeit nehmen und ein gutes Frühstück am Morgen zu uns nehmen, nimmt unser Körper die notwendigen Nährstoffe viel besser und schneller auf. Brauchst du da noch weitere Gründe, um dein Frühstück ab sofort regelmäßig morgens einzunehmen? Es ist ein super Start in den Tag, wenn man sich diese 15 Minuten extra Zeit gönnt und dann gestärkt, fit und konzentriert den neuen Tag angeht. Der alte Spruch vom Frühstücken wie ein König ist auch heute noch aktuell. Probiere es aus. Bitte bleib gesund. Danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst.